Moin Caro, anhand des Bullrun 2017 sieht man klar, dass Kryptos wie Bitcoin Cash als erstes gepumpt sind und danach XRP. Ist es schlau zu swappen in der Zeit? Das kannst nur du für dich selber wissen. Wir machen sowas nicht, überhaupt nicht. Das ist für mich Glücksspiel und ich glaube, du riskierst da mächtig, aber mächtig auf deinen Hintern zu fallen, wenn du glaubst, dass du so agieren kannst wie die Wale. Kannst du nicht. Du kannst nur sehen, was die Wale machen und dann sehen wir es erst auf den Charts, das heißt verzögert. Und dann versuchst du zu reagieren wie die Wale. Wenn, dann müsstest du verstehen, was die Wale vorhaben, müsstest du noch vor, bevor die Wale das machen, müsstest du das machen und dann würde es Sinn machen und dann verstehst du jetzt auch, wie viel Glücksspiel da gerade mit reingeht halt, ne? Das hat für mich nichts mit Investitionen zu tun. Das ist Glücksspiel, was man dann versucht. Wirkliches reines Glücksspiel. Aufpassen vor sowas empfehle ich dir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da darf man nicht zu gierig werden und denken, oh, ich nehme da noch und da noch und da noch. Oh. Also wenn ich das jetzt machen würde, dann wären wir locker schon eventuell mehrfache Millionäre Ende diesen Bullruns, wenn ich sowas machen würde. Und richtig liegen würde natürlich, ne? Aber ich nehme lieber weniger Geld mit einer viel höheren Sicherheit. Statt zu versuchen, diesen mehrfachen Millionen nachzujagen und das Risiko so hoch ist, dass ich viel mehr verliere. Weil das ist dann dieser Aspekt des Glücksspiels und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte investieren und kein Glücksspiel betreiben. Und selbst wenn man investiert im Kryptomarkt, da der Markt so volatil ist, ist das schon ziemlich, ziemlich riskant. Und in so einem riskanten und volatilen Markt dann noch zu versuchen, sowas abzuziehen, ist sehr gefährlich, mein Lieber. Würde ich aufpassen. Würde ich sehr, sehr aufpassen.